Ich fragte, warum? Wir hatten doch eine Vereinbarung und wir haben doch regelmäßig gezahlt. Ihre Antwort war, weil unser Einkommen um 25% schwankt. In den USA werden mittlerweile auch Familien einem Rating unterzogen. Wenn das Einkommen zu sehr variiert, dann ergibt das ein schlechtes Rating und damit keinen weiteren Kredit. Für die Wrights ein Schock. Sie wollen zahlen, dürfen aber nicht. Sie nahmen nicht mehr länger unser Geld. Sie nahmen es einfach nicht. Ihre Hypothek war weitergegeben worden. Verbrieft zu einem Wertpapier gelangte sie in die Obhut des Deutschen Bank National Trust. Als Treuhänder klagte der auf Zwangsvollstreckung. Für mich ist die Deutsche Bank wie Darth Vader aus Star Wars. Groß, mächtig, mysteriös. Wir haben auch in den USA viel Geld verdient, über viele Jahre. Wir sind einer der ganz Großen in diesem Geschäft. Wie Staubsauger saugten die Investmentbanken Millionen von Hypotheken ein. Man bündelte sie und verpackte sie dann in eine Art Tresor, Trust genannt. Dieses Bündel von Hypotheken diente nun als Sicherheit für ein Wertpapier, das die Investmentbanken an Investoren weltweit weiterverkauften. Ein Treuhänder passt für diese Investoren auf die Sicherheiten auf. Die Deutsche Bank war in diesem Geschäft überall dabei, als Beschaffer, als Verkäufer und auch als Treuhänder. Und in einem solchen Trust mit dem Treuhänder Deutsche Bank National Trust war auch die Hypothek von Lynn Simoniak. Als Beweis der Ansprüche gegen sie präsentierte man vor Gericht eine Abtretungsurkunde. Und die hatte es in sich. Die Unterschriften waren falsch, die notarielle Beglaubigung war falsch, die Berufsbezeichnung war falsch. Es gab kaum etwas, was an diesen Dokumenten richtig war. Das Dokument war eine Art eidesstattliche Erklärung als Beleg dafür, dass der Kläger Deutsche Bank inzwischen auch tatsächlich gesetzmäßiger Inhaber der Hypothek geworden ist, unterschrieben von einem Bankmanager und zusätzlich notariell beglaubigt. Falsche Unterschriften? Lynn Simoniak war misstrauisch geworden. Hat das System? Sie stieß immer wieder auf einen Namen, Linda Green. Green hat offenbar als Vizepräsidentin für gleich mehrere Banken unterschrieben. Lynn Simoniak suchte nach Linda Green und fand sie schließlich im fernen Georgia. Nicht bei einer Bank, sondern in einer Firma namens Docs. Ich rief bei Docs an und fragte nach Linda Green. Und die hatten so ein automatisches Telefonsystem. Da kannst du Namen eingeben, wenn du die Nummer nicht hast. Und nach ein paar Buchstaben wurde ich verbunden mit Linda Green. Und das ist Linda Green. Sie war niemals Vizepräsidentin einer Bank. Sie war eine kleine Angestellte bei Docs. Docs testierte für Banken die Echtheit von Hypothekenunterlagen. Lynn hat einen Reporter des Senders CBS auf die Spur von Linda Green gesetzt. Und der fand gleich mehrere. So, Sie sind Linda Green. Ja, das hätten Sie nicht gedacht. Was hat man Ihnen über Ihren Job gesagt? Dass ich im Namen anderer Dokumente unterschreiben soll. Haben Sie Erfahrungen als Banker? Nein. Mit Dokumenten? Nein. Sie brauchten keine besonderen Qualifikationen. Korrekt. Sie mussten einen Füller halten. Ja. Aber Sie unterschrieben, als wären Sie ein Bankangestellter. Richtig. Für wie viele Banken haben Sie das denn so am Tag gemacht? So zwischen 5 und 6. Was zahlten die Ihnen? Das ist mir fast peinlich. $10 pro Stunde. Nicht viel für einen, der als Bankmanager unterschreibt. Ja, für meinen Status als angeblicher Banker war das wirklich herzlich wenig. Sie sind auch Linda Green. Ja, wir machten die notarielle Beglaubigung, sollten sicherstellen, dass jeder, der unterschreibt, auch tatsächlich der war, für den er sich ausgab. Aber die da unterschrieben, waren nicht diejenigen, für die sie sich ausgaben. Robo-Signing, Roboter unterschreiben nennt man das. Mit so nachgefertigten Dokumenten haben Kreditabwickler zigtausende US-Bürger aus ihren Häusern werfen lassen. Kläger vor Gericht, Treuhänder, wie die Deutsche Bank.
Und genau deshalb macht Lynn Simoniak den großen Banken schwere Vorwürfe, auch der Deutschen. Das Docs-Büro hat diese Dokumente massenhaft im Land verteilt. Sie wurden auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 produziert. Der Grund liegt für mich auf der Hand. Die Banken hatten nicht die nötigen Belege dafür, dass sie tatsächlich Eigentümer der Hypotheken geworden waren. Und bei meinen Untersuchungen habe ich herausgefunden, dass die Deutsche Bank solche Docs-Dokumente öfter verwendet als jede andere Bank. Deutsche Bank using DocX-Documents more than any other bank when I went back and did my research. Schwere Vorwürfe, die Deutsche Bank zurückweist. Man verweist auf die komplexen Trust-Verträge. Als Treuhänder halte man zwar die Inhaberrechte der Hypotheken, doch Zwangsvollstreckungen würden allein von den Kreditverwaltern veranlasst. Auf deren Vorgehen habe man keinen Einfluss. Mit Firmen wie Docs habe man keinen Geschäftskontakt. Man hat gewisse Dinge einfach damals nicht so dokumentiert, wie das heute erwartet wird. Und dadurch hat man Schwierigkeiten zu beweisen, dass man die Produkte anders strukturiert hat. Sind in den Trusts die Hypothekensicherheiten massenhaft nicht ordentlich dokumentiert? Kann der Treuhänder Deutsche Bank die Verantwortung wirklich auf andere abschieben? Klagt eine Deutsche Bank auf Veranlassung Dritter Menschen aus ihren Häusern mittels dubioser Dokumente? Wie groß das Problem des Robo-Signing ist, das hat John O'Brien untersucht. Er ist der Vorsteher des Grundbuchamtes von Essex County. Hier, in einem der ältesten Grundbuchämter der Vereinigten Staaten, kann man nachlesen, wem was gehört, wer was wem schuldet. Hier lagern auch Hypothekenunterlagen, die bei Zwangsvollstreckungen vor Gericht eingereicht werden müssen. Und John O'Brien hat sie gewissenhaft geprüft. Wir haben hier an die 1000 Dokumente von der Deutschen Bank gefunden. Hier ist zum Beispiel eine Abtretungsurkunde mit der Unterschrift einer Crystal Moore als Vizepräsident. Da hinten in der Ecke können Sie verschiedene Unterschriftsversionen von Crystal Moore sehen. Sie ist eine Robo-Signerin. Und hier haben wir Linda Green. Von ihr haben wir 22 verschiedene Versionen der Unterschrift. Welche ist die richtige? Das kann keiner sagen. Wie verantwortlich ist die Deutsche Bank dafür? Tatsächlich sind die Trust-Verträge so gemacht, dass dafür der Kreditverwalter zu haften hat und nicht der klagende Treuhänder Deutsche Bank. Ein System mit fatalen Folgen. Deutsche Bank did the same thing that all the big banks did. Die Deutsche Bank hat sich genauso verhalten wie alle großen Banken. Deshalb bin ich der Meinung, und ich betone das immer wieder, die haben sich entschieden, zu kriminellen Unternehmen zu werden. Sie haben im ganzen Land unser Urkundenerfassungssystem zerstört. Und was bedeutet das für die Menschen? Das ist schrecklich für die Menschen in Zwangsvollstreckung. Diese Banken ziehen mit diesen betrügerischen Dokumenten vor Gericht, um den Menschen die Häuser wegzunehmen. Und das ist etwas, was wir hier bei uns in den Vereinigten Staaten nicht tun. Aber so traurig es ist, es passiert jeden Tag. Die Deutsche Bank ist heute rund um die Welt so angesehen wie nie zuvor. Im Verbrauchermarkt hat unser Ansehen infolge der Finanzkrise nur vergleichsweise wenig gelitten und der Trend weist wieder nach oben. Das Ehepaar Mart hat schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bank gemacht. Der Traum von Rendite und Riesenrad wurde für sie zum Albtraum. Die Fondsgesellschaft wollte ihnen nur einen Teil ihres Geldes zurückzahlen. Doch die beiden lehnten ab. Sie entschlossen sich stattdessen, gegen die Deutsche Bank vor Gericht zu ziehen. Ein schwieriger Weg, denn die Beweislast vor Gericht liegt beim Kläger. Die Bank ist verpflichtet, ihre Kunden umfassend zu informieren, sagen die Gerichte. Auch darüber, was die Bank selbst am Geschäft verdient. Und genau da wurde die Anwältin der Marts fündig. Denn die Höhe der Provision, die sich die Deutsche Bank einsteckte, sei für die Marts nicht ersichtlich gewesen. Fakt ist, sie hat 12% an Provisionen kassiert, die im Prospekt einfach verheimlicht sind. Das ist natürlich ein grober Verstoß, wenn die Bank den Anleger im Beratungsgespräch nicht darauf hinweist, wie viel sie tatsächlich kassiert.
Zu einem Gerichtsurteil kam es trotzdem nicht. Die Deutsche Bank hat das Ehepaar in einem Vergleich abgefunden. Die Bedingung: Schweigen. Kurz nach unserem Besuch in ihrer guten Stube haben die Marz jeden Kontakt zu uns abgebrochen. Doch ihr Kampf hat sich offenbar gelohnt. So wie die Marz um ihr Geld, kämpft Susanne Weißhaar um ihren guten Ruf. Die frühere Kämmerin suchte Rat beim Fachanwalt Jochen Weck, Spezialist für die sogenannten Zinswetten zwischen Banken und Kommunen. Nach unseren Informationen wurden solche Zinswetten mit über 200 Kommunen oder kommunalen Versorgungsunternehmen abgeschlossen. Daraus kann durchaus ein Schaden in Milliardengröße entstanden sein. Und jetzt wird es natürlich der Steuerzahler sein, der dann für diese Schäden einzustehen hat. Ich würde gerne einmal für mich, aber auch für viele andere Kolleginnen und Kollegen, die in Kämmereien gearbeitet haben oder in kommunalen Unternehmen gearbeitet haben und solche Geschäfte mit der Deutschen Bank abgeschlossen haben, klären, dass wir nicht verantwortungslos gehandelt haben, dass wir unseren Job engagiert und ordentlich gemacht haben und dass der Kunde eine deutlich schlechtere Möglichkeit hatte, da ungeschoren rauszukommen. Aber lässt sich das auch beweisen? Die Sache ist höchst komplex. Dafür reichen die Fachkenntnisse des Anwalts nicht aus. Dafür braucht er ausgewiesene Spezialisten, die die Konstruktion des Zinsswap analysieren können. Spezialisten wie Jan Hartlieb und sein Team in Leipzig. Und dessen Berechnungen zeigen Erstaunliches. Die kleine grüne Fläche oben ist etwa die Gewinnchance der Stadt. Die große rote Fläche zeigt die Gewinnchancen des Wettpartners, der Bank. Höchst ungleiche Chancen, wie der Gutachter errechnet hat. Sie haben nämlich ein völlig ungleiches Verhältnis der Chancen und Risiken zwischen Bank und Kommune. Dieses asymmetrische Profil finden Sie häufig bei diesen toxischen Produkten und entsteht durch das einseitige Kündigungsrecht der Bank und durch den Mindestzins. Die Formel sieht schon kompliziert genug aus, aber nur für Laien. Wirklich problematisch seien verdeckte Risiken dahinter. Allein das Verständnis für die Wirkungsweise der Formel beinhaltet aber nicht das Verständnis für die Risiken dieses Swaps. Dafür bräuchten Sie deutlich weitergehende finanzmathematische Spezialkenntnisse. Beispielsweise die Bewertung eines solchen Swaps ist mit Sicherheit keinem Kämmerer, keinem kommunalen Kunden möglich. Dafür brauchen Sie ganz spezielles Wissen. Das haben wenige Banken, die da exklusives Spezialwissen haben und nur sehr, sehr wenige unabhängige Berater wie wir, die in der Lage sind, solche Produkte zu bewerten. Und wie sehen das die Gerichte? Gleich in mehreren Fällen musste die Deutsche Bank empfindliche Niederlagen einstecken. Das Oberlandesgericht Stuttgart stellte fest, Zinswetten seien eine Art Glücksspiel, hochriskant für den Kunden. Und auch die Richter beim Bundesgerichtshof urteilten in letzter Instanz, das Risiko sei für den Kunden ruinös. Seither meidet die Deutsche Bank offenbar die Gerichte und vergleicht sich lieber außergerichtlich mit viel Geld. Möglichst diskret. Das ist natürlich ein Eingeständnis der Deutschen Bank, denn diese Vergleiche erfolgen gerade deswegen, um nicht nochmal verurteilt zu werden. Wir vergleichen überall dort sofort, wo wir das Gefühl haben, dass wir einen Fehler gemacht haben. Demnach hat die Deutsche Bank einige Fehler gemacht, zum Beispiel in Italien. Razzia der Finanzpolizei, auch bei der Deutschen Bank und anderen Banken. Die Stadt Mailand hatte 100 Millionen bei Zinswetten verloren. Hier geht die Staatsanwaltschaft sogar strafrechtlich vor. Handyaufnahmen aus dem Mailänder Gericht. Auf der Anklagebank auch zwei Angestellte der Deutschen Bank. Wegen erschwerten Betrugs zum Schaden der Stadt Mailand. Der Prozess läuft noch. Die Deutsche Bank hält die Anklage für unbegründet. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Banken das angestellt haben. Die Verträge sahen beim Abschluss sehr vorteilhaft für die Gemeinde Mailand aus. Die Risikoaufschläge in Millionenhöhe müssen geschickt versteckt gewesen sein. Wie, das muss der Prozess zeigen. Das ist, als wenn Ihnen vorne jemand etwas Geld gibt und hinterrücks die ganze Brieftasche klaut. Ich nenne das Betrug. Es sind Geschäfte wie diese, die dem Ansehen der Deutschen Bank nachhaltig schaden, sagt der alte Banker Ludwig Poulain.